Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Die Bremer haben ganz ordentlichen Fußball gespielt. Deswegen denke ich, war es ein hartes Stück Arbeit, das stimmt. Super angelaufen, muss man ehrlich sagen. Wir haben es trotzdem, wie ich finde, richtig, richtig gut gemacht. Wir wollten immer wieder kombinieren, haben uns dadurch, denke ich, auch nicht allzu häufig aus der Ruhe bringen lassen. Doch trotzdem, Respekt an Bremen. Also sie haben das schon ganz gut gemacht, wie gesagt, aber wir waren cleverer. Aber beim Elfmeter nicht ganz so clever. Du bist da im Zweikampf im Strafraum und lässt das Bein stehen. Ne? Das ist ein Geschenk für jeden Stürmer. Ja, ich hatte mich falsch gestellt, habe mich dann doof gedreht. In dem Moment macht er den Haken. Ganz, ganz, ganz einfacher, dummer Fehler von mir. Zum Glück sind wir ein starkes Team. Extrem gut zurückgekommen. Ich für mich persönlich wollte den Kopf auch nicht in den Sand stecken. Natürlich war ich kurz ein bisschen verärgert über mich selbst, aber ich wusste, dass wir stark genug sind, um so ein Spiel zu drehen. Ich glaube, ein Elfmeter kann immer mal passieren, darf zwar nicht passieren, aber ich habe es drüben schon gesagt, im Endeffekt war der Fabian der Letzte in der Kette. Der Fehler wird vorne verursacht und im Endeffekt hat es ihn getroffen, aber wir sind super zurückgekommen. Die Mannschaft hat keinen Kopf im Boden reingesteckt. Wir haben mit breiter Brust weitergespielt, weil wir wussten einfach immer, dass wir dieses Spiel drehen, dass wir dieses Spiel gewinnen, dass wir die 3 Punkte hier lassen. Und ich glaube, letztendlich ist es einfach verdienter Sieg für Dynamo Dresden. Ja, ich bin zur Zeit, irgendwie habe ich das Gefühl, die Bälle fallen mir auf den Kopf. Ich habe Bock, bei jeder Ecke reinzulaufen. Ich habe das Gefühl, das Ding kommt. Der war perfekt geschlagen, kam nicht mehr Torhüterin aus 5 Metern, brauchte ich den Kopf hinhalten. Ich freue mich für ihn, dass er das Tor gemacht hat. Ich freue mich für mich, dass ich die Vorlage gegeben habe und wichtiger Treffer zum 2-1-Sieg, 3 Punkte. Machen wir gerne so. Er hat sich sehr, sehr hart erarbeitet. Er arbeitet extrem geradlinig im Training, will immer wieder Abschlüsse haben, will immer wieder Tore schießen. Das ist er einfach. Das ist gut. Er will Tore schießen, dafür ist er hier, das soll er machen und so beschert er uns den Sieg. Ich habe mir schon in der ersten Halbzeit gedacht, das kann nicht wahr sein. Ne? Das hätte nichts Schöneres gegeben, als das erste Tor vom K-Block zu schießen, aber dann kann man sich die Tore vielleicht noch aufheben. Erleichterung war riesengroß. Auch dass es der Siegtreffer ist, ist natürlich ein schöner Beigeschmack, aber es geht ums große Ganze. Es geht nicht um Stefan Kutschow, es geht hier um Dynamo Dresden. Es liegt wirklich viel daran für den Verein und für die Fans, wenn man sieht, was alle 2 Wochen hier los ist. Und was auch auswärts in Halle letzte Woche los war, das kann man nicht beschreiben, da will man einfach nur Sachen wiedergeben. Ja, ich glaube schon, es ist immer nicht einfach. Du bist zu Hause, du willst gegen eine Mannschaft, die unten drin steht, natürlich gewinnen, vorne weggehen, dann legst du 1-0 hinten. Wichtig ist, dass wir uns nicht anstecken lassen von dem Ringsrum. Irgendwie kriege ich das Gefühl nicht los, dass man außenrum heute was anderes erwartet hat. Ich glaube, einige sind hergekommen und dachten, sie gucken sich heute im 5-0 an. Ganz entspannt von der ersten Minute her. Gut, dass wir nicht so gedacht haben. Wir waren natürlich dann nicht so selbstsicher, aber ich glaube, wir haben uns ganz in Ruhe wieder in das Spiel zurückgespielt. Und natürlich mit dem 1-1 waren wir wieder voll da. Und ich glaube, wir haben das Spiel auch verdient gewonnen im Endeffekt. Wir haben gewusst, was Bremen für eine Mannschaft ist, dass uns nicht das Gleiche erwartet wie Mainz. War uns völlig klar. Deswegen haben sie auch das gute Resultat in Magdeburg geholt, die Bremer. Also wir wussten, was hier auf uns zukommt. Und natürlich nimmt man das wahr. Und deswegen habe ich mich auch mal zu den Fans getreten und habe gesagt, wir müssen Ruhe bewahren. Ja, und wir als Mannschaft müssen auch die Ruhe behalten. Es bringt keinen weiter, wenn gepfiffen wird. Das aufbauen tut uns das nicht. Und wenn man dann sieht, wie der K-Block wieder vorangegangen ist, wie sie uns dann auch gepusht haben nach Chancen, dann treibt uns das doch alle nach vorne. Natürlich nimmst du das als Spieler wahr, aber du probierst das doch irgendwo zu verdrängen. Naja, heute ist ja Valentinstag. Vielleicht sind die Gefühle ein bisschen bei dem einen oder anderen durchgegangen. Ich kann die Jungs auch im Block verstehen, dass die in 5-0 sehen wollen hier am Sonntag, aber das ist nicht so einfach. Das ist ein guter Gegner, Werder Bremen 2. Ich glaube, die haben gute Jungs in den eigenen Reihen, die können auch ein bisschen Fußball spielen. Unterm Strich zählt einfach nur, dass wir die 3 Punkte am Wochenende holen. Und es zählt nicht, dass wir 8-0 oder 10-0 oder irgendwas gewinnen, sondern es zählt einfach nur, dass wir die 3 Punkte holen. Ich als Nächstes, aber wenn der Hefe hier steht, dann stehe ich hier noch eine halbe Stunde. Der erzählt einmal hat er eine Vorlage, einmal eine Vorlage und dann zwickt's wieder. Wahnsinn, ey. Teilzeitarbeiter hier. Unfassbar. Ja, ich glaube, man muss, also so wie wir uns immer wieder in den Kopf rufen müssen, wo wir herkommen, was wir können. Wir spielen gerade 3. Liga. Ja? Einige denken schon, wir sind schon wieder 1. Liga, nur weil wir mal 10 Punkte Vorsprung haben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Ich glaube, wir müssen für jedes Spiel hier arbeiten, egal gegen wen du hier spielst. Und wenn du hier im Pokal gegen Auerbach spielst, du musst erstmal arbeiten und erstmal in dieses Spiel reinkommen. Und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl von jedem Einzelnen auf der Tribüne, weil
wir haben uns nicht anstecken lassen, ja, das ist gut. Aber ich habe das ganze Szenario in der zweiten Liga schon mal mitgemacht, da hat man sich anstecken lassen.